willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, vor einiger Zeit hatte ich hier dieses Interview mit Gregor Spörri und da ging es um das Relikt von Bierhooker. Daraus haben sich dann bei einigen von euch ein paar Fragen ergeben. Und so habe ich noch ein zweites Interview mit Gregor Spörri geführt, wo er diese Fragen beantwortet. Und ich finde es sehr nett, dass er das überhaupt noch macht. Denn nach dem ersten Teil des Interviews, da war in den Kommentarbereichen so einiges bei, das nicht nur mir, sondern auch vielen von euch sauer aufgestoßen ist. Wenn man etwas nicht glaubt, dann darf man das selbstverständlich äußern. Man kann sagen, ich glaube das aus den und den und den Gründen nicht. Aber jemanden vorher dann noch zu beleidigen und zu beschimpfen, den ich hier eingeladen habe als Gast, um ein Gespräch zu führen, das geht mal gar nicht. Aber die Krönung dessen war, dass einige es tatsächlich fertiggebracht haben, dem Herrn Spörri im Nachhinein dann noch E-Mails zu schreiben, um ihn darin weiter zu beleidigen und zu beschimpfen. Was für armselige Existenzen das waren, die das geschrieben haben, das erkennt man auch daran, was sie geschrieben haben. Zum Beispiel, dass Herr Spörri erstmal richtig Deutsch lernen solle, bevor er Interviews gäbe. Jemand, der so strunzdumm ist, so etwas zu schreiben, den würde ich gerne einmal sehen, wenn jemand sagt, gib mal ein akzentfreies Interview in Englisch zum Beispiel. Es gibt halt Menschen, die sind mit den einfachsten Denkprozessen eben völlig überfordert. Aber überwiegend waren da natürlich Mails dabei, die ganz normale, konkrete Fragen gestellt haben. Und diese Fragen, die haben wir dann gestern in einem Interview besprochen, das ihr jetzt hier anhören könnt. Ja, hallo Gregor, grüße dich. Hallo Miti. Ja, vielen Dank, dass du nochmal jetzt auf den Kanal gekommen bist, um die Fragen zu beantworten, die sich so ergeben haben. Du hast ja auch eine ganze Reihe nicht so doller E-Mails bekommen, aber wir konzentrieren uns dann jetzt hier mal auf die Fragen, die du so bekommen hast. Da sind ja so einige aufgetaucht und du warst ja auch im Kommentarbereich unterwegs und hast ja da auch so einiges schon mal gesehen, ne, was dann so gefragt wurde und konntest da schon so einiges klären, aber einige Fragen haben sich halt immer wiederholt und die wollen wir dann heute mal ansprechen. Jo, machen wir das. Okay. Ja, wir haben auch eine etwas bessere Tonaufnahme diesmal. Das letzte Mal war es ja über Skype. Das war ja dann schon so ein bisschen problematisch. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier alles so ein bisschen besser wird mit der Tonaufnahme. Ja, ich hatte da ja auch im Rechner eingebauten Mikrofon gesprochen. Das hat da ziemlich Gehalt. Ja. Jetzt habe ich hier auch ein Headset und hoffe, dass das ein bisschen verständlicher ist. Ich bemühe mich auch ein bisschen langsamer zu sprechen, damit die Leute, die mit dem Schweizer Dialekt nicht ganz so zurechtkommen, sicher alles verstehen. Ja, okay. Alles klar. Also, wie gesagt, es sind eine Menge Fragen aufgetaucht und ich fange mal mit der ersten an. Also du hast mir ja die Fragen auch geschickt, die du per E-Mail bekommen hast, wollte ich noch erwähnen. Ja. So dass ich die also auch hier vorliegen habe. Also fangen wir mit der ersten Frage an, die häufig gestellt wurde. Weshalb können Sie sich nach 30 Jahren noch so gut an sämtliche Details erinnern? Sehr einfach. Zum einen habe ich ein Reisetagebuch geführt und zum anderen waren diese Eindrücke so prägend, dass ich sie bis heute einfach nicht vergessen konnte. Dann war die Frage, wie war es möglich, die Pyramidenwächter zu bestechen? Ich sagte ja schon im Interview, in den 80ern ging es noch ziemlich locker zu und her. Nur ein kurzes Beispiel, ich hoffe, ich schweife nicht schon wieder zu weit aus. Auf all meinen Flugreisen damals war ich regelmäßig zu Gast im Cockpit. Ich bekam alles erklärt, durfte mich hin und wieder auf den Platz des Piloten setzen, wenn der einen Kaffee trinken ging und so weiter. Das heißt, man konnte damals noch sehr viele Dinge machen, die heute nicht mehr möglich sind. Und auf Ägypten bezogen heißt das ein großzügiges Bakschisch. Und schon war eben sehr vieles möglich, was heute absolut unvorstellbar ist. Meinst du, heute könnte man das noch irgendwie hinbekommen oder eher nicht? Fast nicht. Ich bin ja jedes Jahr da unten. Und ich kenne natürlich jetzt auch über die Jahre verschiedene Einheimische, auch Ägyptologen und so weiter, die, sage ich mal, auch ein bisschen eine längere Hand haben. Ja. Und wenn ich da einen Wunsch habe und sage, du, könnte ich da vielleicht nochmals zum originalen Eingang hochklettern, was hier heute auch nicht mehr gestattet ist, dann gucken die da und schauen, teilweise kriegt man sogar eine Bewilligung von der Altertumsverwaltung.
Das kann man aber selber auch nicht machen. Da braucht man auch wieder jemanden, der praktisch Fürsprecher ist für einen und so weiter. Ja. Ich habe verschiedene Kontakte, auch über den Erich von Däniken. Der hat mir auch ein paar Dinge ermöglicht und Kontakte vermittelt. Es geht schon noch, aber absolut nicht mehr in dem Rahmen wie damals. Das ist heute ausgeschlossen, völlig. Ja, dann gibt es jetzt die Frage, ob du wirklich nichts von den Pyramidenkräften gespürt hast. Ja, das ist so eine Geschichte mit diesen Pyramidenkräften. Nein, 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 ich muss sagen, ich habe nichts gespürt. Ich denke daher, und das wurde ja zum Teil auch bei dir auf dem Kanal mitgeteilt, entweder fehlt mir diese Antenne für diese feinstofflichen Kräfte, also dass es die tatsächlich gibt, aber ich bin unfähig, die zu erspüren, möglich. Ja. Andererseits muss ich sagen, oder auch nochmal wiederholen, das Experiment oben auf der Pyramide, das war ja rein physikalischer Natur. Glasflasche, Wasser, die Kräfte bringen die Flasche zum Platzen, funktioniert oder funktioniert nicht, egal wer da unten steht mit der Stange, physikalisch. Und das Zweite noch dazu, dieser Napoleon, das war ja ein Machtmensch und der wollte ja diese Kräfte auch gespürt haben. Gehörte aber sicher nicht zur Gattung besonders feinfühliger Menschen, denke ich mal. Mhm. Das heißt, ich muss sagen, für mich ist es ein Rätsel. Ich kann es nicht beantworten. Ich habe einfach nichts gespürt. Überhaupt nichts. Also, aber Napoleon hatte was gespürt, ja? Napoleon hat es ja gespürt. Er hat ja eben später dann in der Verbannung ja mitgeteilt, dass er während dem Aufenthalt in der Pyramide, er war ja auch allein da drin nach diesem Krieg bei den Pyramiden, der da gewonnen, also Schlacht bei den Pyramiden, die er da gewonnen hatte, dass er da eine düstere Vorahnung von seiner Zukunft gespürt oder erhalten hätte, wo er in der Pyramide wäre. Das hat er ja erst sehr viele Jahre später in der Verbannung hat er das geäußert, oder? Ja, ja. Und eben der Napoleon war ja nicht bekannt als, sag ich mal, als esoterischer Typ, sondern das war ja knallharter Feldherr. Vielleicht muss man ein paar Länder erobern, damit man das spürt. Ich weiß vielleicht nicht. Muss ich jetzt noch ein paar Länder erobern gehen, ja. Ja. Jetzt ist ja die Frage, du hast ja diesen Herrn getroffen, der dir dann halt diesen Finger präsentiert hat. Ja. Und jetzt gibt es die Frage, ob man die Adresse von dem nicht erfahren könnte. Dazu hast du zwar in dem Video etwas erzählt, schon, aber vielleicht wiederholst du es nochmal. Die haben das wahrscheinlich verpasst. Okay. Also grundsätzlich muss man wissen, dass in ländlichen Gebieten Ägyptens gibt es nicht wie bei uns Straßennamen oder Hausnummern. Man kennt den Namen einer Person, einer Familie. Man kennt das Dorf oder auf Deutschland übertragen, sagt ihr dann Kommune, bei uns sind das Kantone, wo jemand lebt. Aber so eine Adresse, wo man sagt, hier ist die Straße XY, Hausnummer, das gibt es in den ländlichen Gebieten ja nicht. Zweitens wohnte dieser Nagib ja nicht direkt in Bir Hukor. Das ist ja das Zentrum von diesem Wadi el-Natrun, also von diesem Gebiet dort, dieser Senke mit dem Salzsee. Und das war ja damals wirklich nur so ein kleines Kaff. Der hat ja aber außerhalb gewohnt, also praktisch in der Pampa draußen. Ja. Oder? Und wie gesagt, da gibt es keine Adresse. Ich war aber 2009 ja nochmals unten mit einem einheimischen Begleiter. Und wir waren da unterwegs und haben uns durchgefragt. Ist auch nicht mehr ganz so einfach wie früher, wegen den Islamisten, die jetzt dort sind. Meistens waren die Leute zwar sehr freundlich und hilfsbereit zu uns, manchmal zeigten ihre Blicke aber auch, du hast hier nichts verloren. Am Ende konnte ich aber doch zwei, drei Dinge in Erfahrung bringen. Und zwar erstens, Nagib ist kein Name eines dort Aufgewachsenen. Okay. Es muss also entweder ein Zuzüger gewesen sein oder ein vorübergehend dort Ansässiger. Also ist nicht einer, der, das ist nicht ein Name, wo man sagt, aus diesem Gebiet kommt der Name. Das Zweite, dieses Gebiet, das habe ich ja schon erwähnt im Interview, wo der Nagib 1988 wohnte, wurde bereits anfangs der 90er Jahre, wurden dort Wohnhäuser gebaut für die Arbeiter aus dem nahegelegenen Sadat City.
Da haben die in den letzten 30 Jahren haben die eine tolle Stadt für irgendwie, was sind das inzwischen, glaube ich, etwa 80.000 Einwohnern hochgezogen. Ja. Und die Arbeiter, die dort also die für diese Stadt gearbeitet haben, die haben da so Wohnsiedlungen gebaut. Und das soll gemäß der Auskunft von den Leuten dort in diesem Gebiet passiert sein, wo dieser Naguib gewohnt hat. Ich wusste ja noch ungefähr, wo es war, weil es gibt dort ein uraltes Restaurant, wo die Leute Halt machen zwischen Kairo und Alexandria. Und dort wusste ich, das war ein paar Kilometer nachher auf der rechten Seite. Und da sind wir hingefahren und haben da gesucht. Und da waren wirklich so Bauten, Häuser und so weiter, aber wir haben es nicht mehr gefunden. Ja, wie ist denn das jetzt? Da gab es ja noch diese Nichte, glaube ich, war das, hattest du gesagt? Richtig, ja. Genau, also aber von der weißt du den Namen auch nicht, die ist dann. Nein, ich habe dann versucht über diesen Begleiter, was man da machen könnte. Problem ist natürlich, ich wusste eigentlich nur den Vornamen dieses Naguib oder Naguib. Ja. Ich wusste keinen Nachnamen. Ebenso wenig wusste ich den Namen von der Nichte. Wir haben uns ja nicht mal gegenseitig vorgestellt. Die war da, die ist ja da erschienen. Die hat geguckt, dann haben die miteinander geplappert auf Arabisch, keine Ahnung, wusste ich auch nicht. Dann habe ich aber diesen Begleiter gefragt 2009, ob es eine Möglichkeit gäbe, ob es dort irgend so etwas wie ein Einwohneramt oder so etwas gibt, wo man so hingehen könnte und sagen könnte, guck mal so und so. Dann hat er mir gesagt, vergiss das, hier eine Behörde, da geht im besten Fall eine Auskunft von einer Behörde zu einer Behörde. Da kannst weder du noch ich hingehen und sagen, ich hätte gerne eine Auskunft über irgendeine Person. Da kriegst du gar nichts. Und ich als Ausländer, Privatperson, ohne triftigen Grund, ohne irgendetwas, kann da nicht irgendwo in Ägypten in irgendeine Behörde reinlaufen und sagen, können Sie mir sagen, wer da 1988 dort in diesem Gebiet, die lachen mich aus oder jagen mich gerade zum Teufel, oder? Ja, klar. Also das muss man vergessen. So, so schön es klingt, man denkt, ja, ist einfach, gehe ich da hin und so. Es funktioniert ganz einfach nicht. Ich habe schon probiert, schauen, was ich machen kann, aber geht einfach nicht. Ja. Leider. Ja, du, manche, die haben ja so einige die Vorstellung, dass es überall so ist wie hier bei uns. Ja, richtig, ja. Aber so ist es nicht. Und deshalb kommen halt schon mal so Dinge in den Kommentaren wie, ja, geh doch mal zum Einwohnermeldeamt oder sonst irgendwas. Ja, oder frag mal nach der Straße dort, oder? Ja, das gibt's halt nicht. Das funktioniert nicht. Halt, so. Ja. Jetzt ist dann eine Frage aufgetaucht und die war wirklich ganz oft da. Und zwar, wie konntest du dich denn überhaupt mit dem verständigen? Woher weißt du, was der gesagt hat? Sprichst du Arabisch? Nein, ich spreche nicht Arabisch, aber Einheimische dort, die mit Ausländern zu tun haben, also alle Hotelangestellte, auch die Aufpasser bei der Pyramide und nicht zuletzt dieser Nagi, der ja mit ausländischen Sammlern und Antiquitätenhändlern Geschäfte machte, so wie er mir das ja gesagt hat, die sprechen alle ein zumindest einfaches Englisch, sodass man sich sehr gut verständigen kann. Natürlich kann man jetzt nicht philosophieren oder irgendwelche Prosa oder keine Ahnung, aber man kann sich sehr gut unterhalten mit diesen Leuten. Oder? Es gibt ja auch einige, die ganz gut Deutsch sprechen da, ne? Ja, auch. Also wie gesagt, also alle sprechen eigentlich ein einfaches Englisch und es gibt auch einen Teil davon, die sprechen Deutsch. Hotelangestellte, sehr viele. Und auch die bei den Pyramiden, die schnappen ja viele Sachen auf. Und zum Teil bin ich erstaunt, wenn ich da manchmal wieder da unten bin, was die da drauf losquatschen. Dann denkt man am Anfang, die haben das nur auswendig gelernt. Man merkt dann aber, dass sie sich auch darum bemühen, die deutsche Sprache zu verstehen. Und das war vor 30 Jahren auch nicht anders. Ja, okay. Ja, damit wäre ja diese Frage geklärt, weil die hat ja da für so einige Diskussionen im Ja, die haben halt gesagt, der muss doch Arabisch, oder? Aber nein, muss man nicht. Das ist ja auch gewesen, nicht. Ne? Das war ja einiges, was da diskutiert wurde, ja. So, wenn wir jetzt mal zu dem Finger kommen. Ja. Ich sag jetzt mal Finger, ja, damit ich da... Ja, sagen wir mal. Ja, damit wir irgendeine Bezeichnung haben, ja? Genau. Könnte der von einem Gorilla sein? Also pass auf. Ich sag eindeutig nein. Die Hand eines ausgewachsenen Gorillamännchens ist etwa doppelt so groß wie die Hand eines Menschen. Also sie ist zwar wirklich deutlich größer. Und auch die Finger sind etwa doppelt so dick wie menschliche Finger. Aber sie sind nur unwesentlich länger als menschliche Finger.
Sie haben eine deutlich plumpere Form. Es gibt im Internet zahlreiche Bilder, wo man sieht, wie ein Menschenhand und nebendran eine Gorillahand. Es gibt auch so Abdrücke, gibt sogar Zoos, wo Gorillahände Abdrücke ausgestellt haben, damit die Besucher ihre Hände da reinlegen können. Und da sieht man sehr gut, dass zwar die Hand selber verlängert ist, größer ist, die Finger dicker sind, wurstiger, sage ich mal, so mehr wie eine Wurst, eine dicke Wurst, aber sie sind nur unwesentlich länger und das passt überhaupt nicht zum, sage ich mal, zu diesem Relikt von Bierhucker. Ja. Zwei komplett verschiedene Dinge. Muss ich es einfach ein bisschen genauer anschauen, gibt genügend Bilder im Internet. Okay, ja, und dann war die anhängige Frage, ob es vielleicht ein Gigantopithecus sein könnte. Auch da sage ich nein. Der Gigantopithecus ist eine ausgestorbene Gattung aus der Familie der Menschenaffen. Und so viel ich da gelesen habe, soll der etwa 3 Meter groß geworden sein. Das heißt, wenn ich jetzt das hochrechne, dann komme ich auf eine Fingerlänge von vielleicht 17, maximal 20 Zentimeter. Aber das ist schon maximal. Und der Finger da aus Ägypten, der hat 38 Zentimeter. Also auch das funktioniert so nicht. Eine Frage, die auch oft gestellt wurde, war, wie die Größe des Riesen, wir haben ja da zwischen 4 und 6 Meter mal besprochen. Richtig. Wie die berechnet worden ist. Also, dazu muss ich Folgendes sagen. Erstens weiß ich natürlich nicht, um welchen Finger von der Hand es sich handelt. War das der Daumen, war das der kleine Finger, war das der Mittelfinger, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dieses Wesen eher kurze oder lange Finger hatte. Wie jetzt gerade bei der Gorilla-Hand, oder? Man sieht dicke Finger, lange Hand, aber eigentlich im Verhältnis da wieder kurze Finger. Keine Ahnung. Zu meiner Berechnung. Wenn ich den Mittelfinger eines 1,70 Meter großen Menschen nehme und ich messe den von der Kuppe bis zu der Stelle, wo er bei dem Riesen knapp vor dem Grundgelenk abgehackt worden ist, habe ich eine Länge von etwa 10 cm. Das Relikt misst 38 cm. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf runde 6,5 Meter. Jetzt kommt aber, alle übergroßen Lebewesen wie Elefanten, Wale, die großen Dinosaurierarten und so weiter, das waren keine hochgewachsenen Gazellen. Das heißt, man darf sich so einen Riesen Menschen oder einem menschenähnlichen Riesen oder wie auch immer, nicht einfach als verlängerte Version eines Menschen darstellen. Das würde nicht funktionieren. Das Skelett wäre für das tragende Gewicht viel zu schwach. Der Zürcher Mumenspezialist, habe ich ja auch erwähnt, der Professor Dr. Frank Arüle, machte mich ja bei seiner Begutachtung der Bilder darauf aufmerksam, dass der Knochen im Verhältnis, also der Knochen dieses Relikts, im Verhältnis zum Knochen eines Menschen deutlich verdickt sei. Was ja auch notwendig scheint. Richtig. Meiner Meinung nach ist das ein wichtiges Indiz dafür, dass dieser Riese sehr kräftig gebaut war und von bulliger Gestalt gewesen sein muss. Ich habe es, glaube ich, auch im Interview gesagt, vielleicht so eine Art Hulk oder irgend so etwas. Vielleicht ging er ja auch gebückt oder zeitweise auf allen Vieren wie ein Gorilla. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Oder? Also die effektive Größe zu bestimmen, ist auf seriöse Weise anhand von diesen Bildern und nur anhand von diesem Finger völlig unmöglich. Ja. Das Einzige, also ist, was ich. Das ist eine Schätzung dann mehr. Es ist eine Schätzung, absolute Schätzung. Ja. Andererseits muss ich sagen, dass dann wieder die Aussage von dem Frank Rühle noch etwas anderes ist, also für mich noch sehr wertvoll war, nämlich eine weitere Bestätigung, dass es sich bei dem Relikt nicht einfach um eine Fälschung handelt. Denn ich habe mir dann auch überlegt, wer sollte sich schon die Mühe machen bei der Herstellung einer Fälschung zum Zweck der Touristenabzocke, also wenn man sagt, komm, wir bauen so ein Ding und ziehen die Leute über den Tisch damit, wer soll sich da vorher Überlegungen gemacht haben über die statisch richtigen Knochenbau und so weiter, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Die hätten da irgendwas gebastelt und dann gesagt, ja, guckt euch einen Finger, wenn überhaupt, oder, obwohl ich noch nie irgendetwas Ähnliches gehört habe, dass so etwas da unten aufgetaucht ist. Ich bin ja jedes Mal, wenn ich unten bin, nehme ich ja auch die Bilder mit. Ich habe ja Vergrößerungen zur A4, Hochglanzbilder, die nehme ich mit und die zeige ich dann rum, auch bei Einheimischen und sage, du, habt ihr schon mal so, von sowas gehört? Kennt ihr irgendjemanden irgendwie und so weiter? Oder?
Ja, okay. Ja. Was ich ja interessant fand, und jetzt muss ich mich mal kurz an die Mythengemeinde wenden. Ihr Ferkel. Ich habe bestimmt 5 Diskussionsstränge darüber gefunden, wie groß denn das Gemächte von der Figur sein müsste, wenn der Finger schon so lang ist, ja. Das können wir hier leider nicht beantworten. Ja? Nein, wenn wir es hochrechnen auf einen Pferdepenis und das Pferd ist ja nicht so groß, ja, dann hat der das. Ja, der hat ein richtiges Gemächt, ja. Ja, dann war die Frage, ist ja auch interessant, nachdem man die Geschichte angehört hat, warum wurde kein DNA-Test vom Finger gemacht? Mal unabhängig davon, dass du ihn ja gar nicht hast. Ja. Gibt es aber noch ein paar Dinge, warum das nicht gemacht werden hätte können. Also eben, erstens, ich war ja nicht als Forscher oder Sammler auf einer Mission unterwegs, um solche Dinge zu entdecken. Daher traf es mich völlig unvorbereitet. Natürlich machte ich mir hinterher Gedanken, was ich noch alles hätte fragen können. Aber Nagib machte mal erstens keinerlei Anstalten, dieses Ding zu verkaufen. Es war ein Erbstück seines Urgroßvaters oder vielleicht noch weiter zurück und gehörte damit, ich sage jetzt mal, quasi zum Familienschatz. So, aber nehmen wir jetzt einmal an, ich hätte diesen Finger trotzdem irgendwie bekommen oder ich hätte zumindest eine Probe sichern können. So, jetzt, DNA-Analysen kamen ja erstmals Ende der 80er Jahre überhaupt zur Anwendung und das ausschließlich bei Mordfällen. Also eigentlich da, wo ich unten war, sind diese DNA-Analysen ganz frisch aufgekommen, wurden aber ausschließlich für Mordanalysen verwendet. In der Paläobiologie kam diese Technik erst viele, viele Jahre später zum Einsatz. Ja. Nehmen wir jetzt aber mal an, es wäre möglich gewesen damals, dann hätte so eine Analyse bestimmt 10.000 Franken, deutsche Mark waren es ja damals noch, oder Dollar gekostet. Und das wiederum wohl für die Katz. Weil eine DNA-Untersuchung ist wertlos, wenn das Objekt mit Fremdgenen kontaminiert wurde. Und kontaminiert war dieser Finger bestimmt. Ja. Die ihn abgehackt haben, weiß nicht, wie viele die in den Fingern rumgedreht haben, der Najib, ich, Mäuse, die daran genagt haben und so weiter. Also das war nicht irgendwo ein Teil, das man jetzt hier wie bei der Polizei in ein Tütchen stecken, oben verschließen und dann schön sauber zur DNA-Lyse bringen kann. Ja. Das heißt, das hätte vermutlich überhaupt nichts gebracht. Ja. Und ja, da ist zum Beispiel auch die Frage aufgetaucht, warum, wenn das denn tatsächlich so alt wäre, das Ganze nicht schon irgendwie verschimmelt und weggefault ist. Ja gut, eine Mumie ist, also was ich ja sagen muss, ist ja, es war ja nicht ganz sauber, das Teil. Es hatte ja leicht modrig gerochen, es hatte Spuren von Schimmel. Das heißt, ich gehe davon aus, dieses Ding wurde nicht 100%, sage ich mal, so gelagert, wie man das lagern oder hätte lagern müssen. Vermutlich war diese Truhe, wo er das drin hatte, wo noch andere Sachen drin hatten, waren von ihm, hatte vermutlich mal Feuchtigkeit bekommen und so weiter. Aber eine Mumie an sich, wenn die im Trockenen aufbewahrt wird, die kann, weiß nicht, doch locker 10.000 Jahre überdauern, oder? Also es zerfällt ja nichts mehr. Weil es ist ja mumifiziert, da haben die Käfer und alles, was da rum ist, die Würmer, die haben kein Interesse an dem trockenen Zeug darum zu nagen. Ja, oder? Jetzt haben dann einige auch geschrieben eben, dass der Finger gar nicht aussähe wie von einer Mumie. Ja, eben. Habe ich auch so gelesen. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich das Gefühl habe, einige denken, eine Mumie besteht nur noch aus Haut und Knochen. Aber dem ist ja nicht so. Zwischen Haut und Knochen befinden sich Blutgefäße, Muskeln und Sehnen. Das Zeug ist alles ziemlich zäh. Beim Entzug von Wasser schrumpelt es zwar, wird spröde, sagen wir so ein bisschen wie trockenes Moos, also es wird so ein bisschen spröde, aber es löst sich ja nicht in Luft auf. Nimm zum Beispiel mal gedörrtes Obst. Gedörrtes Obst ist ja eigentlich auch eine Art Mumifizierung. Es behält irgendwie, es schrumpelt zwar, aber es behält seine Form und eine geschrumpelte Pflaume erkennt man immer noch als Pflaume, oder? Des Weiteren, die Haut des Riesen im Verhältnis zur Haut eines Menschen von Grund auf deutlich dicker. Das heißt, diese zähe Lederhaut sorgt für zusätzliche Stabilität. Man kann, wenn man die Bilder anguckt, vielleicht nicht gerade auf dem Handy, sondern auf dem PC anguckt, kann man sehen bei der Schnittstelle am Knochen, dass diese Haut da ziemlich dick ist.
Und man kann auch sehr gut sehen, diese Einsackungen, diese Dellen, diese Schrumpfungen, die durch den Flüssigkeitsverlust entstanden sind. Wo waren wir jetzt bei den Fragen? Jetzt bin ich irgendwie aus der Reihe gekommen. Ja, der Knochen. Mhm. Der ist gefragt worden, der sähe unnatürlich quadratisch aus. Ja, das ist auch so ein Ding. Die meisten Menschen glauben, meisten Leute glauben, ein Knochen sei rund. Das sei einfach rund, stimmt nicht. Ein Fingerknochen ist alles andere als rund. Ja. Der besitzt Flächen, Kanten, Unterhöhlungen. Die Leute müssen mal googeln, am besten unter dem Suchbegriff Skeletthand. Da gibt es dann so Fotos von Skeletthänden, auch zum Teil Modelle für den medizinischen Bereich. Und da gibt es auch so Fotos, wo man so eine Hände oder Finger sieht von unten. Und dann sieht man sehr deutlich, dass ein Fingerknochen vor allem hinten an der Stelle, genau in der Mitte ist er schon rundlich, aber gegen das Ende hin, also gegen das Gelenk hin, hat er eine richtige Ausbuchtung. Und wenn man ihn jetzt, sage ich mal, so genau im Schnitt anguckt, sieht er fast dreieckig aus. Also er ist oben eigentlich so ein bisschen wie Pyramide, ein bisschen spitz, geht dann auf der Seite runter, kommt runter und hat dann unten so eine Einbuchtung. Also alles andere als rund. Und je nach Licht und so wie das da gelegen ist, hat man dann das Gefühl, ja, das ist ja eine Kante, das ist ja quadratisch, das muss doch rund sein. Ist aber auch nicht so. Ja. Wir gehen jetzt mal rein hypothetisch davon aus, dass es sich bei diesem Finger um den Finger eines Riesen, wir nennen es jetzt einfach mal so, handeln könnte. Wir nennen es einfach mal so, genau. Ja. Und es gibt die Theorie, dass es früher Riesen gab. Mhm. Das begründet sich auf Einträge in der Bibel oder halt auf Funde, die man gemacht haben möchte, Knochenfunde und so weiter. Und eben auch dein Finger, den du da gefunden hast, der würde dafür sprechen. Dann stellen einige natürlich dann die berechtigte Frage, wo sind denn die ganzen Skelette von denen? Weil von den Dinosauriern hätte man die ja auch gefunden. Aber wenn es dann früher Riesen gegeben hätte, dann müssten die ja auch mal irgendwie gefunden werden. Genau. Skelette. Genau. Diese Frage habe ich selber schon mehrfach gestellt. Ich habe auch mit Fachleuten darüber diskutiert. Sie ist nicht ganz einfach zu erklären, die Frage. Ich probiere es mal. Und mache jetzt einen Vergleich zu den Dinosauriern. Soviel ich weiß, kennt man heute etwa, was sind es, rund 700 verschiedene Dino-Arten. Mhm. Das heißt, es gab damals also eine ganze Menge von denen. Vor etwa 66 Millionen Jahren, sagt man, kam es bekanntlich zu diesem plötzlichen Massenaussterben. Dafür kam sowohl ein Asteroideneinschlag oder auch, und das wird ja aktuell diskutiert, eine Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen dafür in Frage. Mhm. Oder beides zusammen. Aber beides zusammen oder auch einzeln erzeugt eine globale, lang anhaltende Staubatmosphäre hoher Dichte. Und dieser vermutlich giftige Staub, und das wird im Moment sehr aktuell diskutiert, ging vermutlich zusammen mit Regen auf diese Saurier nieder, tötete sie vielleicht sogar und konservierte sie quasi in einem Arbeitsgang. Das ist, man kann das so vergleichen, weißt du, mit den Vulkanausbrüchen, wie heißen die Bekannten da, beim wo man heute noch die Leichen hat, wo man anschauen kann. Bombay, genau. Oder die wurden zwar geschmolzen dann innen, die Körper eigentlich, oder? Aber das Ganze wurde erhalten, das war heiß, oder? Aber wenn jetzt dieser Staub, der durch diese Vulkanausbrüche oder eben durch dieser Asteroidenausschlag, wenn der da niederschlägt mit einem Niederschlag, dann kapselt der praktisch diese Tiere oder diese Artefakte, wenn es auch nur Knochen waren, kapselt das ab. Später, also zu einem späteren Zeitpunkt, fehlt dieser Konservierungslehm, sage ich jetzt dem mal. Ich gebe dazu ein Beispiel. Die Giraffe, so wie wir sie heute kennen, soll der Evolutionslehm, und die Giraffe ist ja sehr viel später wie die Dinosaurier. Die Giraffe soll, so wie wir das lernen, gemäß Evolutionslehre, aus einem kleinen Urpferd entstanden sein. Gut, um aus einem Pony durch natürliche Auslese einen Giraffen zu machen, braucht es logischerweise Millionen fortpflanzungsfähige Zwischenformen, oder? Also du hast hier dieses U-Pferd und dann durch natürliche Auslese, lalalala, über Millionen Jahre entwickelt sich daraus eine Giraffe.
Aber alle diese Zwischenformen haben ja existiert, die müssen ja da gewesen sein, haben sie vorgepflanzt und so weiter und so fort. Theoretisch ja. Und am Ende sind das Milliarden Mutanten. Das müssen Milliarden Mutanten sein. Also von jeder Zwischenform gab es dann, weiß nicht wie viel Stück, von jeder kleinen Zwischenform, das waren Milliarden Mutanten. Und das Interessante, bis heute wurde von diesen Zwischenformen nicht ein einziges Knöchelchen gefunden. Nichts. Richtig. Und das beziehe ich jetzt nur, das beziehe ich jetzt allein nur auf die Giraffe. Das heißt, man kann das jetzt auf alle anderen Entwicklungsformen in der Evolutionsgeschichte hochrechnen und kann sagen, da müssten aber Milliarden von diesen sogenannten Missing Links, wo wir ja immer davon reden, auch bei der Menschentwicklung, diese Missing Links, ist ja auch bei Menschen interessant. Man findet jemanden, dann sagt man, ist ein Missing Link und ein paar Jahre später weiß man, ah, das ist gar kein Missing Link, sondern das war eine andere Gattung Vorfahre. Also inzwischen weiß man ja, dass mehrere Dutzend verschiedene Urmenschen existiert haben nebeneinander, was man früher gemeint hat beim Neandertaler oder beim Cro-Magnon oder bei der Lucy, dass das Zwischenformen seien, praktisch vom Affen zum Menschen, sage ich jetzt mal, weiß man heute, dass das keine Zwischenformen waren. Und diese wirklichen Zwischenformen, und die müssen ja in großer Menge existiert haben, da findet man eigentlich nichts. Vielleicht mal ein Zahn hier oder irgendwie, wo man dann nicht ganz sicher ist, oder? Jetzt kommen wir zu diesen, nennen wir sie mal biblische Riesen, hä? Einfach so. Ja. Den alten Sagen, Mythen, wie du gesagt hast, heiligen Schriften und weiter zufolge gab es, und jetzt kommt natürlich wieder reine Mythologie, weil angeblich von göttlicher Abstammung oder von Göttern geschaffen oder von Engeln gezeugt oder was auch immer, eine relativ kleine Population, sage ich jetzt mal. Ja. Und die lebten, wenn wir jetzt nach der Bibel und so weiter schauen und den apokryphen Schriften schauen, lebten die etwa zwischen 1000 und 3000 vor Christus. Genau, weiß das ja niemand. So, jetzt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, ich habe das, glaube ich, auch im Interview erwähnt, gab es keine Wissenschaft, die sich ernsthaft um den Erhalt von Altertümern bemühte und schon gar nicht interessierte sich irgendeiner für irgendwelche Mumien und alten Knochen, außer vielleicht die Händler, die sie in gemahlener Form dann als Dünger, Heil- oder Potenzmittelchen verkauften, wie das die Chinesen mit allem Möglichen, die heute noch tun, oder? Also es hat damals niemand gegeben, der vielleicht irgendwo tatsächlich so ein Teil gefunden hätte und gesagt, boah, das müssen wir jetzt hier aufbewahren für die spätere und so weiter. Die Wissenschaft wie heute, die gab es damals noch nicht, oder? Mhm. Das heißt, für mich ist es nicht besonders verwunderlich, dass von dieser, sage ich jetzt mal, seltenen Spezies, vielleicht gab es sie auch in größerer Stückzahl, aber ich sage jetzt mal, wenn wir den alten Geschichten ein bisschen Glauben schenken, ist es für mich nicht sehr verwunderlich, dass man davon praktisch nichts mehr findet, nur sehr wenig, oder? Ja. Dennoch gibt es zahlreiche und zum Teil recht konkrete Hinweise. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von dem Flavius Josephus, der römische Historiker? Ja, welche jetzt? Da geschrieben hat in seinem Buch, wie heißt er da, Geschichte des jüdischen Krieges, was er da zu den Riesen geschrieben hat. Nein, das kenne ich nicht. Also, der Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Historiker und er hat Bücher geschrieben. Und eines dieser Bücher hieß Geschichte des jüdischen Krieges. Und darin schreibt er, ich zitiere jetzt so draus, bis dahin gab es noch eine Rasse von Riesen, die derart große Körper und Gesichtsausdrücke völlig unterschiedlich von anderen Menschen besaßen, dass sie wunderlich anzusehen waren. Und jetzt kommt's. Ihre Gebeine werden noch bis zum heutigen Tage gezeigt und sie ähneln in keiner Weise denen anderer Menschen. So, jetzt fragt man sich natürlich, ist es möglich, dass dieser Flavius ein solches Monster mit eigenen Augen gesehen hat? Ich meine, ja. Der Römer lebte von 37 nach Christus bis 100 nach Christus und in Rom wimmelte es damals von Märkten, auf denen alles Mögliche und Unmögliche gezeigt und verkauft wurde. Ja. Wieso nicht auch die Überreste eines solchen Riesen? Also für mich ist es, ja, natürlich kann ich es nicht beantworten, aber es ist für mich nicht ganz verwunderlich. Und dann ist da aber noch der Klaus Dohna, das ist ja ein Publizist aus Wien,
ja, der offenkundig im Besitz einiger versteinerter Knochen eines solchen Riesen ist. Von der Größe her stimmen seine Artefakte mit dem Relikt von B. Hooker überein. Und wie ich erfahren habe, wurden Proben dieser Knochen an ein japanisches Labor übergeben. Ja. Ich versuche derzeit herauszufinden, was aus der Sache geworden ist und ob da noch irgendwelche brauchbaren Resultate vorliegen inzwischen oder was. Hast du dich denn mit dem Herrn Dohner mal kurz geschlossen irgendwie? Ich wollte, und jedes Mal, wenn ich ihm schrieb, bekam ich keine Antwort. Und dann habe ich aber über den Luc Bürgin erfahren, dass der irgendwie jetzt ein paar Jahre irgendwo auf Schatzsuche war. Jetzt soll er wieder zurück sein und ich habe ihm jetzt wieder geschrieben. Und jetzt warte ich mal und guck mal, ob ich da von ihm irgendwas höre. Ja, es wäre ja sicher interessant, wenn ihr eure Funde und Relikte mal zusammenführen würdet. Richtig, ja. Ja, da ließe sich ja bestimmt irgendwie ja etwas näher erkennen, ob das zusammengehört oder nicht. Ich hoffe das. Ja. Dass sich zumindest irgendwo noch ein Türchen auftut oder dass man irgendwie vielleicht noch eine Perspektive hat, die einem in der Gesamtbeurteilung ein Stück weiterbringt, dass man eher sagen kann, nö, ist vielleicht doch irgend, oder andererseits eben, nochmals zurück zu diesem Frank A. Rühli, der hat mir ja auch gesagt, ich solle mich ja mit Veterinären treffen, um das zu besprechen. Habe ich nicht gemacht, weil, wo ich ja im 88 zurück war, hatte ich ja eben meinen damaligen Biologielehrer, der Dr. Karl Bader, der hat ja am Naturhistorischen Museum in Basel gearbeitet und der kannte sich mit Tieren, Skeletten und alles kannte der sich aus. Also wenn es der irgendwie sich den Finger angesehen hätte oder dieses Foto gesagt und gemerkt hätte, das Teil stammt jetzt von einem, was weiß ich, XY-Tier oder was, oder könnte ein Teil von was sein, der hätte mir das 200%ig gesagt, aber der war genauso ratlos. Der hat ja damals gesagt, ich sehe, was ich hier sehe, so in diesem Stil, oder? Mhm. Ich sehe, was das ist, aber das kann es nicht gegeben haben, gemäß unserer Lehrmeinung und der Evolutionslehre. Ja, gut, aber ich habe ihm ja die Bilder dagelassen. Ja. Der hatte die ja jahrelang bei sich und der ist nie gekommen und ich habe ihn ja später wieder getroffen, der ist nie gekommen und sagt, du komm, das Ding stammt oder könnte von irgendeinem Urvogel oder was auch immer egal stammen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir kommen jetzt mal von diesem Thema weg. Ja. Du hast mir eine Geschichte erzählt, die habe ich in dem Interview nicht drin gehabt. Okay. Weil da waren so ein bisschen Tonstörungen drin. Aber vielleicht kannst du das noch einmal kurz erklären. Mhm. Du hast eine interessante Information bekommen von einer Grabräuberfamilie bezüglich des Grabes von dem guten Tutanchamun. Jawohl. Und dem Entdecker. Jawohl. Kannst du diese Geschichte hier nochmal erzählen? Weil ich finde die schon absolut Knaller. Wobei ich jetzt betonen möchte, damit das nicht falsch verstanden wird. Ja. Das ist etwas, was dem Gregor erzählt wurde. Das ist nichts, was der Gregor behauptet. Richtig. Ja? Ganz genau. Vielleicht kannst du diese Geschichte mal erzählen und kurz erwähnen, wer sie dir erzählt hat. Also, die offizielle Meinung bis heute ist ja, dass dieser Howard Carper, das Grab des Tutanchamun entdeckt hätte. So, jetzt habe ich erfahren, das ist wieder über Erich von Däniken gegangen, das heißt, ich habe einfach den Kontakt bekommen zu einer Schweizerin und die hat muss ein bisschen nochmal ausholen. Es gibt da unten im Tal der Könige, gibt es die Grabräuberfamilie Rasuls. Das sind die Rasuls, das ist so eine Grabräuberdynastie, richtige Dynastie. Und die haben da an den Hängen, haben die ihre Häuser gebaut. Und für die war es üblich und normal, dass die am Morgen zur Arbeit gingen, indem die in ihrem Haus, irgendwo, weiß ich, in der Küche, eine Bodenplatte aufgemacht haben und dann irgendwie unten durch Gänge sich zu diesen Gräbern gebuddelt haben und so praktisch von außen unbesehen das Grabräubertum betrieben haben und das über viele, viele, viele Jahrzehnte. So,
Und das, was ich jetzt erzählt bekommen habe, ist von dieser Frau, die sagt, sie habe einen dieser Rasuls geheiratet. Also sie war da unten, hat einen dieser Rasuls geheiratet und war einige Jahre in dieser Familie. Man hat sich dann wieder getrennt, weil es halt einfach von den Kulturen her nicht funktioniert hat. Aber sie hat einige Jahre da unten in Ägypten bei diesen Rasuls gelebt. Und sie hat mir erzählt, dass die Rasuls ihr erzählt hätten, dass das Quatsch sei mit dem Howard Carter, sondern dass sie, die Rasuls, also die Grabräuber, dieses Grab von dem Tutanchamun, schon viel länger vorher gefunden hätten. Und dass die da auch geraubt hätten, dass sie also da kleine Dinge rausgenommen hätten, dass aber der große Teil, die großen Teile, dass sie die nicht rausnehmen konnten, weil sie nicht Angst hatten, es war ja schon damals verboten, Angst hatten, dabei erwischt zu werden, weil man das ja nicht einfach so unter der Hand verkaufen kann, in Figürchen hier und irgendwie was. Und dass die dann eigentlich dem Howard Carter beziehungsweise seinem Mäzen das Angebot gemacht hätten, gegen eine entsprechende Summe, die sie bekommen, direkt so Cash, Schwarzgeld, dass sie ihnen zeigen, wo dieses Grab liegt und dass sie dann eben die ganze Ehre und alles und sagen, der Howard Carter hat das entdeckt, dass sie das praktisch übergeben. Und diese Frau, die hat mir auch Fotos gezeigt von dem Jungen, den man auf den Fotos sieht, von Howard Carter, wie er da neben ihm am Grab steht und das aufmacht. Und dieser Junge, der hat damals, wo sie da bei den Rasuls gelebt hat, den hat sie persönlich kennengelernt auch und der hat ihr das erzählt. Also eigentlich der Junge, der auf dem Foto ist von der Graböffnung, der hatte ihr das dann erzählt, das war schon ein alter Mann damals. Ja. Das ist diese Geschichte. Das wäre schon ein echter Knaller, ne? Also muss man sich mal überlegen, sowas. Ja, ist ziemlich schräg. Hältst du das für glaubhaft, diese Geschichte? Ich habe die Fotos, sie hat mir ein ganzes Fotoalbum gezeigt. Also was Tatsache ist, sie hat da unten gelebt. Sie muss bei diesen Grabräumen, sie muss den Kontakt dazu gehabt haben. Sie hat jahrelang da unten gelebt. Ich treffe sie auch wieder. Und zwar diesen Sommer treffen wir uns wieder und vielleicht bekomme ich von ihr noch ein paar weitere Informationen oder vielleicht irgendwas, dass man das vielleicht auch ein bisschen, sage ich es mal, fundierter erklären kann. Ich muss sie ja auch fragen, ob sie vielleicht einverstanden wäre, dass man Namen nennt oder dass man Fotos veröffentlicht, ob sie damit einverstanden wäre. Ja. Das wäre natürlich super. Weil so wie ich dir das jetzt erzähle, ist das eine Geschichte von mir zu dir, die kann der Spöri erfunden haben, oder? Da ist nicht nichts dran, was man jetzt sagen kann, ja, oder ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, was sie mir gezeigt hat. Es scheint mir doch, sage ich jetzt mal, überwiegend glaubhaft. Nicht hundertprozentig, aber ich treffe sie diesen Sommer nochmal und vielleicht kann ich dir dann. Können wir nochmal in Kontakt kommen wegen dem? Gerne. Und dann kann ich dir vielleicht da was dazu mehr sagen oder vielleicht sogar Material geben, damit das Ganze ein bisschen mehr Hand und Fuß hat. Ja, es wäre schon ein Knaller, ne, wenn man das tatsächlich so ein bisschen belegen könnte. Ja. Wahrscheinlich würde ich dann irgendwie erschossen oder so, ich weiß es nicht. Du, geht mir genauso, oder? Weil stell dir vor, du kannst ja nicht die Geschichte umschreiben. Nee, klar. Kein Mensch wird irgendwie je eingestehen, oder da niemand verantwortlicher wird das jemals eingestehen, logischerweise, oder? Ja, nee, das ist richtig. Und ich denke, weder du noch ich haben irgendwie die Kraft und die Zeit und die Lust und überhaupt den Hintergrund zu sagen, so, jetzt machen wir hier so eine richtige Affäre und weiß nicht, gehen sogar noch vor Gericht oder keine Ahnung was oder machen da so eine Riesengeschichte draus, oder? Ja. Da müsste schon, sage ich jetzt mal, so ein Journalist von irgendeinem größeren Verlag oder irgendwie was müsste sich da wohl dahinter klemmen, um, wenn man das dann tatsächlich so als Skandal oder als Falschinformation veröffentlichen wollte. Andererseits also ist es... Wenn du in der Lage wärst, wenn das stimmen würde und du könntest das belegen, da hättest du mal einen richtigen Arsch voll Probleme, wenn ich das mal so sagen darf. Weil das würde keiner zulassen, weil das ist ja nun mal... Ich glaube es nicht, nein. Das ist ja nun mal in der Historie
ein sensationeller Fund und darauf baut ja einiges auf. Und wenn das dann rauskäme, dass das nicht stimmt, das wäre ganz übel. Ja. Aber guck, es gibt die Geschichte, aber wir wissen nicht, ob sie stimmt. Ne? Das ist es halt. Das ist es, genau. Ja. Und das ist ja dasselbe wie bei der Entdeckung von Amerika, oder? Wir lernen ja heute noch, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ja gut, wir wissen ja, dass es nicht war, aber... Wir wissen es, dass er nicht war, aber zum Beispiel... Es wird trotzdem weiter gelehrt. Ne? Genau. Und wo ich ja in China war, habe ich ja auch, waren wir da so Museen und so weiter. Die Chinesen waren ja irgendwie 200 Jahre vor dem Kolumbus, waren die ja in Amerika. Und die waren nicht mit so kleinen Schiffchen da. Die hatten richtig große Tönder. Das war eine ganze Flotte von Schiffen, wo die da schon in Amerika waren, 200 Jahre vor Christoph Kolumbus. Mhm. Die Schiffe kannst du angucken, die sind ausgestellt, oder? Die ganze Geschichte, dort ist die Geschichte absolut bekannt. Die redet keine Sau davon. Oder? Nee, das ist ja... Immer noch der Kolumbus, oder? Die Wikinger vielleicht noch, oder so. Ja, genau. Ja. Die auch noch, ne? Ja, es gibt ja, wie gesagt, es gibt eine Menge so Out-of-Place-Artefacts zum Beispiel, wo man sagt, das passt nicht, oder irgendwelche Berichte oder irgendwelche Funde. Es ist alles etwas kompliziert. Ne? Das ist richtig. Das, weil man hat einfach nicht das Hintergrundwissen, um vielleicht etwas ausschließen zu können, was nicht echt ist oder eben was echt ist. Das heißt, man ist also darauf angewiesen, dass man den Leuten glaubt, die etwas gefunden haben wollen oder so. Das ist ganz klar. Solange, bis es eine Beweisführung gibt. Aber diese Beweisführung ist schwierig, weil sie keiner bringen will, dem man solche Funde vorlegt. Ja? Eben, das ist es. Also wenn jetzt die Wissenschaftsgemeinde da offener wäre oder wenn es, sage ich mal, genug freie Köpfe gäbe, die bereit wären, sich auch nur gewissen Themen, sich denen mal ernsthaft anzunehmen. Es geht ja nicht mal darum, dass die jetzt sich auf diese Seite schlagen, sondern dass die mal sagen, okay, weiß nicht, hier wird dieses und jenes behauptet, jetzt gucken wir uns das mal wirklich an. Oder im Ausschlussverfahren, das ist nicht möglich, jenes ist nicht möglich. Mache ich ja eigentlich auch bei dieser Relikt oder dieser Fingergeschichte. Ich mache es ja eigentlich im Ausschlussverfahren. Ich sage, das geht nicht, jenes geht nicht, dies geht nicht, oder? Alles andere ist nicht möglich. Aber wenn du findest aus diesen Kreisen, ich habe es ja auch schon gesagt, weil die alle abhängig davon sind, von ihren Geldern, dass die Forschungsgelder kriegen, weil die veröffentlichen müssen, weil die auf ihre Reputation angewiesen sind, die können nicht einfach freikommen und sagen, komm, jawohl, ist interessant, mache ich mich jetzt mal stark, zum Beispiel für das, oder ich veröffentliche mal was, oder ich bin mal Fürsprecher zumindest und sage, jawohl, in diesem Thema kann man sagen, das müsste man, wenn es schon keine Wissenschaftsdisziplinen gibt in diesem Bereich, dass man mindestens so Mentoren hätte, die sagen würden, komm, ja, ich stütze dir hier ein bisschen den Rücken oder ich gucke das mal an und mache ein entsprechendes Statement oder so, kannst du vergessen. Oder die drücken sich alle, drücken sich oder verstecken sich hinter ihren Dogmen, was sie gelernt haben, was sie sagen dürfen, was sie sagen sollen. Weil schlussendlich geht es auch bei denen nichts anderes als um Leben oder Karriere machen, leben, gut leben. Wenn ein Wissenschaftler keine Aufträge mehr für eine Forschung kriegt, weil man sagt, das ist ein schräger Vogel, ja, dann hat er Hunger und das will das er nicht. Richtig, der hat eine Familie und alles wie jeder auch von uns, oder? Nur ist es nicht in der Wissenschaft, sage ich jetzt mal, heikler. Man redet ja immer von der Pharma-Geschichte, dass man sagt, Wissenschaftler sind von der Pharma gekauft für gewisse Sachen. Da sieht man es ja deutlich, oder? Dass man sagt, die sind nicht wirklich neutral, oder? Da kommt es doch, sage ich mal, am deutlichsten zum Vorschein, dass sie da kritisiert werden, sage ich jetzt mal, die Wissenschaftler, oder? Und in vielen anderen Bereichen, auch Astrophysik und so weiter, da gibt es ja so schräge Geschichten, da muss man einfach sagen, oh, oder? Aber ja. Absolut richtig. Gregor. Jo. Wir sind mit den Fragen soweit durch. Jo. Wenn sich noch was ergibt, vielleicht können wir noch mal eine dritte Runde machen, weil wir ja Fragen werfen Fragen auf, ja. Oder wir Antworten werfen Fragen auf. Und, genau. Ich weiß, dass du irgendwann in nächster Zeit verreisen wirst. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß und eine gute Erholung. Danke vielmals, ja. Und
Nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Und ich möchte nochmal feststellen, weil einige das auch nicht so ganz verstanden haben, du bist niemand, der rumrennt und sagt, ich habe hier einen Finger von einem Riesen, sondern du möchtest Antworten finden, was du da hast. Ja. Genau. Und da gehört auch diese Theorie dazu, dass es ein Finger von einem Riesen sein könnte, wenn es sie denn mal gegeben hat. Genau. Aber du bist niemand, der es straight behauptet und sagt, das ist das jetzt und es ist nichts anderes. Ja? Nein, auf keinen Fall. Eigentlich warte ich ja darauf, dass sich jemand meldet, egal wer, oder möglichst natürlich eine kompetente Person, sich meldet und sagt, guck Gregor, hier, das ist jetzt eben, sagen wir mal, ein Fuß von einem, keine Ahnung, irgendwas, oder? Dass ich es widerlegt kriege. Ja. Wäre mir auf einer Seite, wäre es mir sogar wohler dabei, dann könnte ich in meinem Kopf abschließen und sagen, ja okay, jetzt bist du halt 30 Jahre in einem Irrtum aufgesessen, ja. Aber ist ja Ruhe. Habe Ruhe, ist ja nicht so schlimm, oder? Andererseits werde ich das wohl mit mir rumtragen, bis ich irgendwo in die Holzkiste steige, oder werde ich das mit mir rumtragen, weil ich keine Ahnung. Irgendwann findet jemand einen Finger von dir. Genau, und irgendjemand findet einen Finger von mir. Ja, genau. So ist es. Ich lass mich auch mumifizieren. Nein, ich geh zum von Hagens. Ich lasse mich plastifizieren. Plastifizieren. Hält da länger, eindeutig. Hält noch ein bisschen länger. Genau, ja. Genau. Nochmals vielen Dank, dass du da warst. Und ja, gerne. Ich fand es hochinteressant. Jo. Und auch die Beantwortung der Fragen. Danke, dass du das nochmal gemacht hast, obwohl es ja, wie gesagt, diese unschönen Mails gab. Aber ich denke mal, da stehen wir drüber, beziehungsweise du stehst da drüber. Ja. Da stehe ich drüber, ja. Und ich hoffe, dass jetzt mal alle Fragen soweit beantwortet sind, die sich aus dem Interview ergeben haben. Ja, vielleicht noch eine letzte Sache. Ja. Wenn jemand kritisch ist, ist absolut in Ordnung, aber bitte. Ja, kritisch, klar. Ne? Aber richtig, aber nicht richtig. Vorher jemanden beschimpfen, bevor man mit der Kritik anfängt. Ja, richtig. Und das Zweite eigentlich noch, gewisse Äußerungen, wo ich einfach sagen muss, wenn euch das Thema ja schon interessiert, dann nehmt euch auch ein bisschen Zeit und recherchiert doch selber ein bisschen. Oder? Weißt du, einfach was rausknallen und sagen, boah, das ist nicht so, kann man sehr schnell machen. Aber sich vielleicht eine Stunde, zwei abends mal hinsetzen, weiß nicht, Rechner aufmachen, hinhocken und mal recherchieren. Ich denke, es ist das, ja, dann gucke ich doch, kann es das sein und so weiter, oder? Mhm. Bevor man dann einfach irgendwie so was rausschießt, wo man eigentlich sofort sagen muss, also ja. Hättest du dir 10 Minuten Zeit genommen, hättest du dir den Kommentar sparen können. Und die anderen, die das dann lesen, wären dann vielleicht auch nicht irgendwie verunsichert von, ah ja, das ist vielleicht, weil sich die dann auch nicht die Zeit nehmen, um nachzugucken, was es ist, oder? Ja, das meine ich einfach. Ein bisschen, weil wir sind ja hier, sage ich jetzt mal so, in einem Bereich von Leuten, die sich ja für dieses Thema interessieren. Und wenn man sich ja für ein Thema interessiert, ist es ja auch toll, wenn man selber ein bisschen recherchieren kann, dann hat man ja dann entweder auch ein Erfolgsgefühl. Da kann man sagen, oh toll, ich habe rausgefunden das oder oh, ich habe noch das oder jenes entdeckt. Oder ich denke, das ist doch viel interessanter, wie einfach hier irgend so einen Spruch rauszuhauen, ohne sich 5 Minuten wirklich Gedanken darüber zu machen. Das ist absolut so ein kleiner Appell an die Gemeinde. So. Ja, absolut richtig. Okay, jo. Gregor, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich. Und ich auch. War toll. Auf Wiederhören, ja? Auf Wiederhören, ja. Alles danke klar. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Ja, liebe Mythengemeinde, ich habe hier noch einen kleinen Nachtrag, denn wir haben während des Interviews eine Frage vergessen. Die hat der Herr Spörri mir jetzt noch per Mail geschickt, also die Antwort darauf. Die Frage war, ob das Taxi wirklich da 2 Stunden mit ihm durch die Wüste gefahren ist. Es gibt in Ägypten eine Straße, die sogenannte Wüstenstraße, die führt auch durch eine Wüste. Aber das heißt nicht, dass das Taxi dort durch sandige Dünen gefahren ist, sondern das ist eine ganz normale Landstraße, die auch asphaltiert ist. Aber die führt halt durch die Wüste, die sogenannte sketische Wüste. Und diese Straße, die führt von Kairo nach Alexandria. Und über diese Straße durch die Wüste sind sie dann gefahren. Damit dürfte dann dieser Punkt auch geklärt sein. Ich sag mal, wenn euch das Interview als Information gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.